Dennis Antara, zurück im Spiel, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also das hat man ja gelegentlich, dass man im ersten Satz gut startet und dann am Ende den Satz noch vergreift, um es mal so salopp auszudrücken. Und dann im zweiten Satz so lange den vergreiften ersten Satz hinterher trauert, bis der zweite Satz dann auch recht deutlich weggeht. So könnte man das vielleicht interpretieren. Wie auch immer, alle Spekulationen. Auf jeden Fall, Dennis jetzt besser im Spiel. Nur noch 2:1 für Kostadin Kostadinov, der gleich aufschlagen wird. 0-0, 2-1 für ihn, für den Satz. Extrem wichtig natürlich für Dennis, dass er jetzt gut in den Satz kommt und wieder etwas Selbstvertrauen tankt. Thank you.
Zuschauer wird es freuen. Konstantin Konstantinov weniger, muss weiterarbeiten. Und liegt vielleicht jetzt so vom Psychologischen her so ein bisschen im Hintertreffen. Nach zwei gewonnenen Sätzen, den zweiten ja so super deutlich. Jetzt eigentlich zwei Sätze, auch wenn es am Schluss noch mal eng wurde im vierten Satz, mit leicht sichtbarer Überlegenheit Dennis Enter. Der braucht jetzt wieder einen guten Start, kann gleich aufschlagen. Fünfter Satz, die Entscheidung, der Entscheidungssatz 0-0. Dennis Enter schlägt auf. Und das ist ganz wichtig, dass er die Rückhand erfolgreich durchbringt. Genau. Darüber könnte es für Dennis gehen. Kostanin braucht jetzt gute Aufschläge. So halblang, dass sich der Dennis nicht so richtig traut. Also es bleibt spannend. Ja. 2-2.